Ich habe mich natürlich riesig gefreut, dass ich erstmal spielen darf, weil zum ersten Mal von Anfang an hier im Moselstadion. Ich musste ein bisschen zusammenzucken, ehrlich gesagt, weil ich im linken Mittelfeld nicht so oft spiele. Habe es in der Jugend manchmal gespielt, aber ich habe mich dann einfach in den Dienst der Mannschaft gestellt. Wir haben 3-1 gewonnen. Ich glaube, wir haben Hausaufgaben gemacht. Hört sich ein bisschen dumm an, aber ich hatte schon ein bisschen im Hinterkopf so die lange Zeit, in der ich überhaupt nicht gespielt habe. Dann mit dem Tor, mit der Vorlage und dann noch unter dem Tor. Das hat sich ja so ein bisschen gelöst, war ich in dem Moment. Ja, ich glaube, Worms, die ganze Struktur ist relativ ähnlich wie bei uns. Sie wollen auch unbedingt aufsteigen, wir wollen auch unbedingt aufsteigen. Jetzt sind wir einen Punkt dran und jetzt fahren wir hin und stehen hoffentlich nächsten Spieltag 2 Punkte an der Spitze. Ich würde schon sagen, haben unsere Aufgabe souverän erledigt. 3-1 gegen Dieflin nach Rückstand. Ich denke, können wir soweit zufrieden sein. Aus meiner Position war es ein klares Handspiel. Wo jetzt der Schiri stand, warum er den nicht gegeben hat, was mit den Linienrichtern war, weiß ich jetzt nicht. Haben sie wohl nicht gesehen. Aber ja, im Endeffekt ist es ja egal, haben das Ding gewonnen und da fragt keiner mehr nach. Ja. Es ist, war sicher nicht leicht. Alles, was in meiner Macht steht, ist gute Trainingsleistung zu bringen. Wenn ich gebraucht werde, versuche ich da zu sein, der Mannschaft zu helfen und dass wir das Ziel gemeinsam erreichen am Ende der Saison. Freut mich, dass so viele Zuschauer wieder den Weg ins Moselstadion gefunden haben und uns so unterstützt haben. Ich finde, wir haben über 90 Minuten eine sehr gute Leistung gezeigt. Die erste Halbzeit war ein Wahnsinn, was da wieder gepfiffen wurde, was für Situationen gegen uns gepfiffen wurden. Kommen gut ins Spiel, die Jungs fighten um jeden Ball, grätschen um jeden Ball, Laufleistung top, Zweikampfverhalten super, müssen eigentlich in Führung gehen und außen nichts, ein Elfmeter, den man vielleicht pfeifen kann, weiß ich nicht genau, auf der anderen Seite musst du einen Handelfmeter für uns pfeifen. Da waren wahrscheinlich 4 bis 5 Abseitssituationen von den 10, die gepfiffen wurden, die kein Abseits gewesen sind. Auch die Pille haben wir geschluckt und haben eine Reaktion gezeigt. Und die Jungs haben sich da damit natürlich belohnt, sind zurückgekommen. 1-1, 2-1, hochverdient. Was mich ein bisschen stört, ist, dass wir das Ergebnis nicht klarer gestaltet haben, dadurch das Spiel eng geblieben ist. Weil Dieflin einfach auch eine Qualität nach vorne hin hat. Die sind immer in der Lage, ein Tor zu erzielen. Dann mit der Einwechslung vom Sven König haben wir dann nochmal ein bisschen Schwung reingebracht. Und wie wir das dritte Tor dann herausspielen, war schon richtig schön, richtig gut. Und damit haben wir dann das Spiel entschieden. Erstmal Glückwunsch zum Sieg. Natürlich bin ich der gleichen Meinung, der Sieg war hoch verdient am Ende. Auch trotz alledem bin ich zufrieden mit der Leistung meiner Mannschaft. Wir haben uns, denke ich, sicherlich für die Schlaffe in Gonsheim rehabilitiert. Wir waren von Anfang an dabei. Wir waren in den Zweikämpfen. Trier natürlich mit einer sehr, sehr hohen Qualität auf dem Platz. Da müssen wir, muss bei uns alles perfekt laufen. Da müssen die Umstände perfekt laufen. Haben uns versucht von der ersten Sekunde an zu wehren. Ich bin übrigens ein bisschen anderer Meinung, was die Abseitssituation angeht. Also ich war auf der Höhe, das waren alles Abseitssituationen, ich bin gleicher Meinung, was den möglichen Elfmeter angeht. Aber die Abseitssituationen waren abseits. Also das waren teilweise relativ klare Situationen sogar. Wir haben natürlich trotz alledem, das sind, diese Linie sucht, dann sind das, dann ist es natürlich immer gefährlich, dass einer durchgeschickt wird. Und es ist uns ganz gut gelungen, das zu verhindern. Ein bisschen Glück hatten wir natürlich mit der, dass es keinen Handelfmeter gegen uns gibt. Ich hätte das auch gegen meine Mann, ich muss es so rum sagen, ich hätte mich auch sehr, sehr darüber geärgert, wenn es auf der anderen Seite für sowas keinen Elfmeter gibt. Die Elfmetersituation für uns, der steht ihm ganz klar auf dem Fuß. Den muss er pfeifen. Ist natürlich dann ein bisschen glücklich für uns gelaufen. Dort sind wir in der Lage, sowas auch anzuerkennen und zuzugeben. Haben dann leider Gottes noch 2 Gegentore gekriegt in der ersten Halbzeit. Wir waren zweimal ganz schlecht sortiert im Zentrum. Also gut verlagert und dann von außen reingesteckt. Wir haben auch wirklich nicht gut verteidigt, weil trotz alledem blitzsauber gespielt von Trier mit richtig schönen Angriffen, genauso auch das 3-1. Wir wollten eigentlich, wir haben uns viele Punkte noch mal für die zweite Halbzeit, aber Trier hat das Tempo im Endeffekt so hoch gehalten,
dass wir in den Phasen, in denen wir mal hätten schnell umschalten können, durchschnaufen mussten. Und dementsprechend haben wir es deshalb auch nie geschafft, in der zweiten Hälfte nochmal Gefahr aufbringen zu lassen. Und auch mal eine gefährliche Situation im Endeffekt in den 45 Minuten. Das reicht natürlich nicht, um dann ein Spiel umzubiegen. Von daher Glückwunsch an Andrea, hochverdienter Sieg. Ich wünsche natürlich jetzt für die nächsten Spiele viel Erfolg. Wir sehen uns ja noch einmal in Dieflen und dann ja, viel Erfolg, wie gesagt, im Meisterschaftskampf. Für uns war es wichtig, im Endeffekt weit hier erhoben oder mit einem reinen Gewissen, sagen wir mal so, vom Spielfeld zu gehen.